Weg, weg. Jawohl, jawohl. Hallo, 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 hallo. Es sieht irgendwie voll eklig aus. Okay, Leute, herzlich willkommen. Der Shuffle ist da. Alles klar. Und heute gibt es wieder eine neue, schöne, wunderfrische, das war irgendwie falsch, Mod-Review auf meinem Kanal. Und zwar befinden wir uns hier in einer wunderschönen Umgebung. Und heute sprengen wir ja einiges in die Luft mit der neuen Super Explosive TNT Plus Plus. Ich glaube, sie heißt Explosive Plus Plus Mod. Ich wollte das jetzt irgendwie noch richtig schön ausschönern mit den ganzen Übertreibungen. Aber hey, wir sprengen wieder einiges in die Luft und ich freue mich natürlich hier alles kaputt zu machen. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange drum rum. Wir gucken direkt, was wir jetzt alles einstellen können. Bevor wir aber loslegen, hier die ganze Umwelt zu versauen, würde ich sagen, gucken wir uns erst nochmal eine normale Explosion an. Ja, ich weiß, das ist scheiß langweilig. Hier habe ich es auch gerade schon probiert. Und ja, ich würde sagen, wir genießen nochmal diese stinknormale, öde Explosion. Wir schauen zu. Wow, wir sind überrascht, wie toll das doch ist. So, und jetzt geht's direkt weiter mit den neuen TNT-Blöcken. Ich packe den hier mal hoch. Und ja, ich würde sagen, wir holen uns hier gleich schon mal ein paar Stück runter. Denn ich weiß nicht, wie lange hier meine Plattform überlebt. Sonst ist hier nachher alles kaputt. Und ja, ich würde sagen, wir probieren den ersten neuen TNT-Block aus. Und das ist der TNT-mal-5-Block. Die haben auch alle neue Crafting-Rezepte hier. Speziell für den TNT-mal-5-Block brauchen wir 5-mal TNT, die normalen Teile und ein bisschen Sand. Und dann legen wir auch schon direkt los. Das dürfte jetzt ein 5-mal größerer Krater sein. Allerdings verschwinden diese TNT-Blöcke nach einer Zeit und boom. Ja, okay. Ist jetzt nichts, was uns unbedingt aus den Socken haut. Das haben wir schon in 1000 anderen TNT-Explosionen gesehen. Wir machen hier gleich weiter mit der mal 20-Explosion. Das wird nochmal richtig heftig werden. Und wir brauchen auch hier 4x5 TNT. Und wieso zoome ich rein? Ich muss nämlich rauszoomen. Alter Schwede. So, nach den beiden harmlosen Explosionen zum Warmwerden. Ich meine, kommt Leute, wir fangen erstmal an. Ganz ruhig kommen wir zu einer eigentlich noch harmloseren Explosion. Und zwar packen wir jetzt das fette C4 aus. Das kann man so craften. Und zwar haben wir jetzt hier auch einen neuen Stoff dabei. Und zwar Blastik. Und dieses Blastik können wir herstellen, indem wir 6 Kohlestücke hier so in einer Crafting Bench anordnen. Und dann kriegen wir ein Plastik raus. Und das brauchen wir, um uns C4 zu craften. Das sieht auch so ein bisschen, ja, plastikmäßig aus. Und ich würde sagen, wir schauen direkt. Es explodiert sofort. Achtung! Das ist einfach genial. Warte mal, ich mache es einfach mal hier auf Erde. Da kann man es ein bisschen besser erkennen, weil Eisen kriegt man ja etwas schwerer kaputt. Naja, es ist irgendwie wie normales TNT, bloß weißer. Und ja, das war's schon. Dann haben wir den Drill-TNT-Block. Der ist richtig cool und der macht schon mal richtig krassen, ja, Schaden, aber er kann auch sehr nützlich sein, wenn man nämlich direkt zum Bedrock will. Wie es ja eigentlich der Name schon sagt. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Jawohl. Und bam. Das ist schon eine etwas geilere Explosion. Und ja, das Wasser braucht hier noch ein paar Jahre, um unten anzukommen. Das wäre der Drill-TNT-Block. Auch richtig cool, wenn man irgendwie mal so ein ganzes Gebirge weghaben möchte. Und es wird dunkel. Moment. Ich werde kurz die Time auf... Nee, Quatsch. Was mache ich denn? Bin ich bescheuert? Ich kann es nicht nur nicht eingeben, sondern ich habe vor allem einen Block, der das Problem lösen könnte. Und zwar den Night-Block. Ja, wir haben nämlich auch die Möglichkeit jetzt, die Tageszeit zu ändern. Okay, die Logik von mir war auch gerade super. Ich will, damit es Tag wird, einen Nacht-TNT-Block zünden. Ja, natürlich. Nee, wir brauchen natürlich den Tag-Block. So. Und es wird Tag. Jawohl. Und wenn wir es Nacht wollen, dann, ja, holen wir wieder den Nachtblock. Also, ich denke mal, ihr wisst, wie das funktioniert. Und ja, das wären die beiden Blöcke. Ich packe die mal weg, damit ich hier nicht nochmal berühre. So, den hatten wir, den hatten wir, den hatten wir, den hatten wir. So, als nächstes an der Reihe hätten wir den Derpy TNT-Block. Ich suche mir ja bloß gerade mal eine Stelle, wo ich noch nicht alles zerbombt habe. Und ja, der Derpy TNT-Block, wie es der Name schon sagt, müsste eigentlich richtig traurig sein. Aber er sieht aus wie eine Federmappe von einem Grundschüler. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was der kann. Die Spannung ist kaum aufzuhalten. Buff. Und ja, es ist nicht wirklich viel Besonderes passiert. Es ist irgendwie im Umkreis von 10 Blöcken halt, dass eine Detonation stattfindet. Die ist nicht wirklich besonders groß und naja, den können wir eigentlich auch vergessen. Und wir machen direkt weiter mit der Sphär-TNT. Das ist ein bisschen heaviger und ich muss aufpassen, dass jetzt hier nicht meine ganze Welt anfängt zu laggen, weil das Ding wird abgehen. Achtung, ich stehe mich einfach mitten rein. Das ist schon jetzt direkt passiert.
Das war jetzt irgendwie voll nicht mehr spannend. Aber egal. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen überrascht tun, aber das passiert jetzt so schnell. Ich würde sagen, wir machen einfach noch eine. Komm. Wir tun jetzt so, als wäre das alles dann nicht passiert. Was passiert hier? Wo? Ich stelle mich mitten rein. Oh! Wir haben ein riesengroßes Becken aus... Oh, da unten ist was. Das ist ein Creeper. Ja, wir haben ein riesengroßes Becken oder eben eine Sphäre. Ich dachte eigentlich erst, bevor ich das getestet hatte, dass hier irgendwie noch was in der Luft gespawnt wird. Nein, wir haben einfach bloß einen Riesenkrater. Und ja, das war schon einer der etwas böseren TNT-Sorten. So, ich packe den mal wieder weg. Wir haben nämlich noch einiges übrig. Und zwar machen wir weiter mit dem Meteor-TNT. Den kann ich eigentlich auch gleich hier platzieren. Ja, wir warten mal ab. Ja, Alter, scheiße. Ja, hier ist ein Meteor eingeschlagen. Auch wieder sehr sauber, die Sprengung. Man sieht hier einige Strukturen. Ja, aber leider sieht man den Meteor nicht kommen. Aber, Alter, Junge, den halben Berg hier hat es auch weggefetzt. Also das ist schon etwas stärker, die Explosion. Und ich muss echt aufpassen, dass ich hier jetzt irgendwie nach und nach die schlimmeren TNT-Sorten dran nehme, weil sonst leckt einfach meine ganze Aufnahme und die ganze Welt. Und ja, jetzt würde ich sagen, das haben wir auch. Ja, ihr seht schon hier, Nuke, die werden wir am Schluss austesten. Zuvor allerdings erstmal noch die Flat-TNT gezeigt. So, bitteschön. Ja, wir können eigentlich hier stehen bleiben. Ja, man sieht, es ist alles wunderbar flach. Aber ich glaube, das hängt auch damit... Warte mal, ich nehme mal hier ein nicht so bergiges Umfeld. Nehmen wir mal hier die Flat-TNT. Also es wird nicht alles komplett auf eine Stufe begradigt. Aber sie macht auf jeden Fall breiter die ganze Fläche kaputt. Also... Wenn man jetzt irgendwie sich mit einer großen Arena nach unten basteln will, dann sind die Dinger wahrscheinlich perfekt. Und ja, wir sind bei den letzten drei TNT-Blöcken angekommen und ich habe im Laufe der Zeit immer mehr Schiss, dass die ganze Aufnahme für den Arsch ist, wenn ich diese Nuke-TNT-Scheiße da platziere. Deswegen testen wir erstmal die anderen beiden Blöcke, die uns noch zur Verfügung stehen. Und zwar den Incendiary-TNT-Block. Den platziere ich mal hier und wir schauen, was passiert. Boom. Jawohl, super getimed. Und zwar passiert Folgendes, wir haben eine fünffache Explosion des normalen TNTs plus Feuer. Das heißt, stellt euch nicht unbedingt rein, wenn er das Ding dann tatsächlich zum Explodieren bringt. Und jetzt haben wir noch den Detonator Chain TNT Block. Den platziere ich mal hier. Es ist so langsam irgendwie alles kaputt gegangen. Okay, das ist unglaublich. Auch hier, es mag man mag es kaum glauben, aber die Explosionen, die flashen einen wirklich. Wahnsinn. Ich will eigentlich irgendwie jetzt die Zeit noch rauszögern. Achso, ich kann ja noch die Crafting-Rezepte zeigen. Hier zum Beispiel, das kann man nicht craften, die kann man auch nicht craften. Das kann man craften mit ein bisschen C4. Flat-TNT kann man nicht craften, das kann man nicht craften, das kann man nicht craften, das kann man nicht craften. Ja, ist gut. Ist gut. Wir machen die Nuke-TNT. Das, worauf wir alle gewartet haben, allerdings nicht Fraps, denn das wird wahrscheinlich gleich direkt abspacken. Moment, ich gehe mal woanders hin. Ist alles schon kaputt hier. Warte, ich gehe mal hier in eine unberührte Natur. Voller Schweine, jawohl. Ich will die Zeit immer noch rauszögern. Okay, es nützt nichts. Es sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ist mitunter mein Lieblingsblock, allein schon vom Aussehen. Aber nicht von der Framerate. Okay, gut. Wir schauen kurz. Weg, weg. Jawohl, jawohl. Jawohl, 2 FPS. Geil. Cool, ich kann nicht runter... Ja, ich wollte schon sagen, ich kann nicht runterfliegen. Yo! Oh, es geht aber schnell. Wir sind wieder bei 60 FPS. Was zum Teufel? Vorhin hat das nicht geklappt, als ich getestet habe. Aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Explosion, wenn man bedenkt, dass das hier nicht so ein einzelner riesiger Krater ist, sondern hier bleibt auch noch einiges erhalten. Also man hat hier ein schönes, naja, Höhlensystem ist es nicht, aber ein schönes Kratersystem. Aber man kann sagen, wo man das Ding auch hinstellt, alles was das berührt, ist danach im Arsch. So, und jetzt können wir das Ganze hier auch nochmal bei unserem schönen Berg austesten, ob der dann direkt verschwindet, wenn ich das Ding hier so ungefähr in die Mitte platziere. Ja, machen wir mal hier. Da. Und da. Jetzt bin ich gespannt. Ich bleib hier einfach mal stehen. Noch haben wir 60. Es tut weh, es tut weh, es tut weh. Wir werden hin und her geschoben. Es liegt alles in der Gegend rum. Jawohl. Okay.
Es ist nicht alles verschwunden. Also wie ihr gerade da unten schon gesehen habt, es wirkt nicht alles weggerissen, aber... Oh, Alter. Gerade mit dem Drill-TNT, der ja hier vorher noch war, sieht das sehr cool aus. Ja, und von einer einst wunderschönen Umgebung können wir uns jetzt verabschieden. Hier ist alles für den Arsch, selbst meine schöne Plattform, die ich wie immer wunderschön mit Liebe hergerichtet habe. Aber das war's jetzt wirklich, Freunde. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer, wir da alles kaputt gemacht haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss!